Wieder bei Let's Play GTA 4 Together mit dem Corsil und dem Zock-Commander. Sagt hallo. Hi Leute. Hi. Wir machen Team Deathmatch auf Happiness Island und mit Schrotflinten, also nur mit Schrotflinten. Und ich glaube, das wird ziemlich interessant. Also dann let's go. Legen wir mal los. Ab geht der Jatz. Jetzt wird aufgeräumt hier mit der Pumpe. Oh, da hinten sind sie schon. Ah, oh, okay. Es geht eh nicht. Du bist ja immer im Team. Fuck. Da sieht man schon wieder. Hammer, ey. Gaskammer? Gaskammer? Gaskammer. Nee, er hat gesagt Hammer. Gell, Corsi? Ja. Okay, da ist er schon. Komm schon. Alter, fuck. Mann. Komm schon, iPhone. Gib's ihm. Hab ich schon. Gib's ihm. Ja. Gib's mir. So, jetzt backt das Spiel schon wieder rum, Alter. So ist es halt. Ja. Ich wundere mich, dass es noch nicht abgestürzt ist. Mal stürzt man mir das Spiel alle paar Minuten ab. Das war früher auch mal so bei mir. Weiß noch, Corsi. Das hat... Ah ja, stimmt. Teilweise, ja. Ich hatte früher mal so eine 12.000er Leitung. Und ja, da war es dann immer scheiße. Da ist immer abgekackt. Dann habe ich mir eine neue geholt und dann war gut. LOL. Die Knarre ist geil, die kann mehrere Schüsse gleichzeitig abgeben. Nur ich bin Benzer. Genau. Damit deine geholt, haha. Was ich mir auch krass finde, ich war die ganze Zeit am Baller und du einmal zack, tot. Ich. Was mir aufgefallen ist, in den Add-ons von GTA 4, da backt das Spiel irgendwie nicht rum, also da wird es nicht so gräulich auf dem Boden. Ja. Mann. Ich denke immer, ich muss näher zu dir rangehen, dass ich dich treffe, aber ist ja nicht so. So ist es. Alter! Luke ist gerade ab. Was? Corsil, rock die Bude. Ja. Rocket the Bude. Ich geh jetzt in Deckung, und dann komme ich auf einmal so zu dir. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake it up. Büde. Büde. She's on fire. She's on fire. She's on fire. Ich finde es immer witzig, wie Tinendo da so mitlabert und so. Wenn irgendein Scheiß ja. labert halt. Also, wenn irgendein Deed kommt. Ja. Shake it up. Tonight. Push it to the limit. Rush, rush, to the yayo. Boah, wieso hab ich so eine blöde Knarre? Ich will die automatische. Alter, Corsi, geh nicht so ab, ich will auch noch Leute töten. Ja, Alter, du musst. Alter, du hast gerade gesagt, ich will auch noch Leute töten, dann dein Charakter. Fuck you. Echt? Ja. Da kommt er. Niemals. Ja. Da hab ich sie noch gehabt. Hab ich. Oh, Schutzweste, der wird gut tun. Der wird gut tun. Ja, lol. Der wird. Also, David gut tun. David wird uns gut tun. Nee, der wird. Er hört sich ja so an wie David. David also. Der wird gut tun. Also, David gut tun. David gut tun. Juppa. Fuck. Ja, iPhone, gib's ihm. Hab ich schon. Ja, dann tu's nochmal. Gib ihm eine Ladung voll Schrot. Juppa. So, jetzt aber hier. Vollautomatische. Pass. Ja, damit gehe ich ab, ey. Ab geht der Jatz. Oh mein Gott, mit der bin ich unbesiegbar. Beziehungsweise sehr stark. Okay, mit der kann ich irgendwie besser schießen, finde ich. Aber auch nur teilweise, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder gekillt werde. Das ist so krass, Alter. Ja. Das war Ich habe einen Headshot gegeben darum. Der war hart. Ja, der war hart. Ja, der war ziemlich hart, da hast du recht. Hardcore. Gut. Wie der so macht, so. Wenn er stirbt. Mehr. So. Der Eismann kommt. iPhone, hast du eigentlich schon. Bist du Hitman-Fan? Ich hab noch keinen gespielt, ich habe mir aber die Box bestellt.
Da sind alle vier ersten Hitman-Teile dabei, nur der neueste nicht. Boah, der neueste, ey. Ich hab den mal angezockt vor kurzem. Der geht richtig ab. Jo. Der ist richtig geil. Ja, ich guck mir das Let's Play von German Mafia an. Hab ich gesehen. Und die alten Teile sind, glaube ich, auch richtig gut. Und Silent Assassin war voll schwer, ey. Das habe ich auch durchgezockt. Und Blood Money ging. Ich hab mir die ersten vier Teile in so einer Box und das hat nur 15 Euro gekostet und das geht wirklich. Ja, das ist günstig, ja. Ich meine, vier komplette Spiele, die dazu auch noch Weltklasse sind, für 15 Euro ist wirklich der Hammer. Ja, vor allem die Atmosphäre und so in Hitman 5 ist voll geil, also im neuesten Teil. Und Grafik natürlich auch sehr gut. Ist, glaube ich, auch schon in Blood Money gut. Ja. Ja, in Blood Money, für das Jahr war es gut, ja. 2008, glaube ich, oder so. Also, ganz in der Zeit von GTA 4 im Kopf. Warte mal, nee, 2008 nicht. Wir haben 2012, das hat doch 6 Jahre gedauert oder so. Ich glaube, es kam 2006 raus. Wirklich? Ja. Das kann sein. Oder, ja, kann sein, keine Ahnung. Mann, ich treff dich nicht. Die ganzen Schrotpumpen in dein Gesicht. Alter. Direkt down. Alter. Alter Schwede. Alter Falter. Ja, Alter, wie geht es? wie war auf dich so? Alter. Wir haben gleich viele Kills, Gorsil. Nee, ich hab mehr. Lemon Bye Boy. Na, siehst du, zock mal da, du bist ja doch nicht so einsam jetzt. Ja. Oh, scheiße, ich muss den Laden haben, so eine Asi-Pack. Ficken. Das ist die automatische, oder? Ja, nee, ja, hatte ich. Ah, jetzt ist es endlich mal fair. Gut so. Genau. Jetzt ist auch mal hier fair. Hart, aber fair. Fuck, ich hätte dich fast gehabt. Ja. Hart, aber fair. Aber ja, wie wär's eigentlich mit San Andreas Multiplayer? Hättet ihr Bock? Aber nee, warte mal, weil... Ich hätte ja Multiplayer genau, besser. Weil bei San Andreas muss man immer nur rumfahren und irgendwelche Aufträge erledigen. Also ich meine halt... Ja, ich finde auch, dass irgendwie... Weil ich es lieber so hast. Ich finde, hab auch mehr Bock auf Vice City mit der Atmosphäre und so. San Andreas war irgendwie nie mein Lieblingsteil. Ich finde, die besten Teile für mich waren Vice City, San Andreas und GTA 4. Meine waren GTA 4 und Vice City. Ja. Aber der Soundtrack von Vice City Stories war sehr geil, auch wenn da die Story... Da gab's voll die geilen Lieder. Doch, ja, ich fand die Story da gut, aber die Missionen waren zum Kotzen. Ja. Die waren einfach ziemlich schwer, da hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Boah, der kommt. Die Story war auch voll schwer, auf der PSP zu zocken. Vor allem mit dem, Analogstick, weißt du, so, da zu zielen und so, das war. Also halt bei Dings, wie soll ich sagen, bei Sniper. Da war es ein bisschen scheiße. Ja. Weil sonst hattest du ja automatische Anvisierung. Und automatisches Anvisieren ist total verbuggt gewesen und hat auch total genervt. Ehrlich gesagt finde ich das mit dem automatisch Anvisieren für Pussys. Ist langweilig. Da machst du einfach R1 und dann X und dann oder Kreis, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und dann Kreis und dann einfach Daumen. Ja, ich hab's total vergessen. Ich hab ein bisschen für bei GTA 3 die PS2 getestet, aber sonst war. Ja, dann springt er einfach direkt zum nächsten Gegner, das ist voll leicht. Ja. Ich finde irgendwie leichtes, manuelles Zielen einfacher als automatisches, weil das automatische total verbuggt war. Und man nicht auf den Kopf ziehen konnte. Der hat immer nur. Weißt du, so in San Andreas, ich hab's ja schon auf PS2 und PC gezockt. Und da gibt's diese eine Mission, kennst du die heißt Just Business? Wo du, Motorrad. Ja, kenn ich. Da war das voll schwer mit der PS2 da die Uzi zu zielen und so. Da hab ich's voll oft verkackt und dann auf dem PC direkt beim ersten Mal geklappt. Das ist eben der Vorteil gewesen. Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Dafür hast du halt auf der PS2-Version Missionen, die eben leichter sind. Also. Finde ich jetzt nicht. Ja, ich meine halt, mit Analogstick zu zocken.
Also ich Achso, finde ja. bei Leute, kennt ihr die von Sleeping Dogs? Also wenn man zielt, ne, nimmt der den also die Person automatisch irgendwie an, also so, dass er dann auch automatisch bewegt, wenn die Person aufbewegt. Ja, das fand komisch. Das fand ich voll scheiß von Sleeping Dogs, aber das konnte man auch deaktivieren. Ich hab das eben mit Controller gezockt. Oh, da kommt er. Ich finde irgendwie die Grafik bei GTA 4 auf den Konsolen besser. Ja? Ich weiß nicht wieso, aber die sieht der hat da irgendwie bessere Kontraste und sowas. Du musst euch mal anschauen. Irgendwie finde ich, ich habe also GTA 4 bei PS3 bei so einem Kumpel auch mal gezockt und ja, das sah voll scheiße aus. Irgendwie voll so. Ich hatte wahrscheinlich einfach einen schlechten Fernseher, der hatte noch so Röhre oder so. Oder das falsch angeschlossen mit. Der hat ein HD gehabt, ein HD-Bildschirm. Beziehungsweise Fernseher. Weil sieht doch daran, dass ich einfach die PlayStation-Version früher mal gezockt habe und deswegen halt Erinnerungen mit der habe. Alter iPhone, Alter, wir räumen ja hier auf. Du einen und ich einen. Du hast einen Kill mehr. Will you come inside me? Fuck, da hat er mich erwischt, ey. Wieso? Ich hab doch genauso drauf geballert. Verdammte Kacke. iPhone. Ich räum auf. iPhone. Kennst du eigentlich Just Cheap? Ja, klar. Ey, das ist der beste Let's Player, den es gibt, ehrlich. Aber leider macht er immer wieder Pausen. Er wäre so erfolgreich. Das ist eben scheiße. Ja, wenn er weitergemacht hätte. Zeit anscheinend. Ja. Aber wenn er weitergemacht hätte. Ja, ich verstehe ihn auch. Also, wenn er halt öfters mal Pausen hat. Ja. Nur halt. Das ist, als wenn er dann gelangweilt ist oder so. Das wäre dann halt scheiße für uns, dass er Pause macht. Und auch für ihn selber. Achso, nee. Ich verstehe ihn ja, wenn er halt, ja, er hat halt nicht so viel Zeit mit Beruf und so, dann, ja, ist halt so. Müssen wir halt mit leben. Ja, klar. Aber meistens so, wenn er so einen Monat weg ist, dann, ja, dann weitet, also das weitet sich dann aus in 4 Monate oder so und dann kommt er wieder. Ja. Mhm. Ja. Keine Ahnung, warum er meistens, also immer wieder Pause macht, also ich verstehe ja nicht, was du in der Pause machst. In den Pausen sowas. Ja. Der kommt auch gar nicht mehr in Skype oder so on. Ja, hast ich ihn hab in Skype? Der hat mich geedet, also halt angenommen eben. Das fand ich cool. Okay, nice. Der schreibt Just Cheap, also CHEAP. So. Ballert iPhone billig. Genau. Auf den am unliegenden Typ. Aber der macht immer auf beschäftigt und dann, der schreibt sehr selten zurück, wenn er on ist. Ach so. Ja gut, das ist auch verständlich. Der kann ja auch nicht mit jedem Fan schreiben. Okay, iPhone, du gehst da rein und ich kill mal den. Okay, mach das. Der hat mir, also Just Cheap hat mir einmal geschrieben, da habe ich gefragt, wann es weitergeht mit Wheelman. Und dann, sonst hat er mir niemand mehr geschrieben. Aber Wheelman war geil Wheelman. Von Just Cheap. Ja, hier immer durchgedreht, das spielst du scheiße. Da hat er, glaube ich, mal eine Folge gemacht, die über eine Stunde ging. Oder so. Ja. Weil er hat das Spiel einfach gehasst, er wollte es nicht zocken, aber er hat es halt einfach gemacht. Anfangs hat er ja noch gesagt, ja, das ist ein schönes Spiel mal für zwischendurch. Am Ende sind ich hab das auch durchgesuchtet, aber nee, komm. Das nervt dann schon, weil das ist auch schwer. Also. Soll ich die Zwischensequenz laufen lassen? Eigentlich nicht. Das Spiel hat sie verdient. Und so weiter. Und dann zum Schluss eher so, ja, was soll ich dazu sagen? Es war halt einfach ein scheiß Spiel und so. Ich finde es witzig, er sagt einfach seine Meinung, er verstellt sich nicht. Wenn ihm was ankotzt, dann ist das so. Ja, mein Fazit zu dem Spiel, das Spiel ist einfach Dreck, end aus. Ich finde es zwar witzig so mit diesem Hijacking, wo man da auf die anderen Fahrzeuge springt. Das gibt's ja auch in Sleeping Dogs. Das war auch geil. Ja. Sleeping Dogs, ja, und dann meint auch noch Just Cheap so zu Sandra und so, boah, der geil kotzen so. Ja, das macht er gerne. Und Saints Row 3 hat er immer geil gemacht. Auf jeden Fall. Ja, genau. Rallig. Mein Fazit zu Just Cheap ist einfach, Just Cheap ist und bleibt eine Legende. Das ist der Beste. Allerdings. Da kann Gronkh abstinken, sag ich einfach mal. Genau, ja. Jop. Ich hab auch komplett die alten, City Displays so gesehen, der war auch früher schon gut. Ja, genau. Vor allem wie in San Andreas ist er mal ausgerastet, da hat er die CD kaputt gemacht. Übelst geil. Ja. Da hat irgendein YouTuber hat da alle so Zusammenschnitte gemacht. Also
hat alles zusammengeschnitten und dann Best of gemacht. Schlag den Rab ist auch gut. Ja. Dann, da meinte auch noch bei GTA Vice City so, Lance Van Stance, braucht noch lange, bis er sich im Bett, komplett abgespritzt hat. Okay, Leute, so. Bis zum nächsten Mal. Ja, bye-bye.